He-Man und Skeletor aus der Masters of the Universe Origins Reihe wurden ja schon vor geraumer Zeit hier bei mir ausgepackt. Und jetzt habe ich neue Verpackungen, die etwas anders aussehen als die herkömmlichen Verpackungen bekommen. Erst einmal herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe hier bei den Origins Giganten. Ja, ich habe hier schon einige Verpackungen der beiden Hauptdarsteller der Serie hier vor mir stehen. Und ich habe jetzt vor kurzem die mexikanischen Varianten der beiden bekommen. Und ich möchte euch jetzt diese verschiedenen Varianten einmal genauer zeigen. Und da fangen wir erst einmal an mit He-Man. Ja, hier stehen die drei verschiedenen Varianten von He-Man. Vorne ist der He-Man aus Amerika, der für 2020 ein Walmart Exclusive ist. Man erkennt es ja auch oben an dem New for 20. Und unter dem Namen, in diesem Fall He-Man, gibt es noch eine genaue Bezeichnung von der Figur. Hier, Most Powerful Man in the Universe. Und natürlich steht im Stern Modern Posing Retro Play. Das Artwork ist bei allen drei Figuren aus den verschiedenen Ländern gleich. Nur hier bei der amerikanischen steht oben im Stern Includes Comic Book. Auf der amerikanischen Karte von He-Man gibt es oben noch einen kleinen Text. Der fehlt bei den anderen Varianten aus den verschiedenen Ländern bei He-Man. Bei der amerikanischen Originalfigur steht hinten bei der Aufzählung, welche Figuren es noch gibt, steht neben der Figur jeweils New for 20. Ja, jetzt kommen wir zur europäischen Version, die auch hier in Deutschland erhältlich war. Da sieht man schon Unterschiede. Oben fehlt das New for 20, das gab es bei der europäischen Karte nicht. Und der Zusatz Most Powerful Man in the Universe fehlt ebenfalls unter dem He-Man-Schriftzug. Ja, der Schriftzug Modern Posing Retro Play fehlt hier in diesem gelben Stern, sondern hier gibt es in verschiedenen Sprachen den Hinweis, dass noch ein Mini-Comic mit enthalten ist. Auch hier, wie ich eben schon sagte, ist das Artwork auf der Backkarte gleich, nur im Stern stehen noch kleinere Informationen. Ja, und so sieht auf der europäischen Karte sehen die Figuransammlungen aus bei He-Man. So, und hier steht der mexikanische He-Man. Diese Variante ist sehr schnell aufgetaucht, nachdem Mattel auch die Figuren nach Europa gebracht hat. Dann tauchten irgendwo in Mexiko die ersten Varianten von He-Man mit dem He-Man and the Masters of the Universe Logo auf. Und diese Karten unterscheiden sich, wie man sieht, erstmal im Logo. Da steht auch He-Man drin, ja, He-Man and the Masters of the Universe. Aber auch der gelbe Stern ist ein wenig anders, denn hier steht in spanisch-portugiesischer Schrift, dass es ein Retro-Play ist. So vermute ich mal, was da drin steht. Und hier das gleiche Artwork, aber oben sehe den gelben Stern. Da wird wieder darauf hingewiesen, dass ein Mini-Comic mit enthalten ist. Ja, ansonsten ist die Backcard genauso wie bei den anderen Figuren gleich geblieben. Und hier habe ich nochmal die drei Figuren nebeneinander gestellt, damit ihr seht, dass sich die Verpackungen auf der Backcard geringfügig unterscheiden. Links die amerikanische, in der Mitte die mexikanische und rechts die europäische Version. Auch bei Skeletor gab es kleine Abweichungen. Wir beginnen erst einmal mit der originalen amerikanischen Figur. Auch die Verpackung von Skeletor aus den USA, da prangt oben New for 20. Ja, daran erkennt man, dass sie aus den Vereinigten Staaten kommt. Dann steht auch unten noch eine Zusatzbeschreibung unter dem Namen Skeletor. Evil Lord of Destruction. Und natürlich im gelben Stern Modern Posing Retro Play. Ja, hier sieht man auch nochmal das geniale Artwork. Skeletor auf einem Vulkan
und im Hintergrund die leuchtende heiße Lava. Ja, auch hier im Stern Includes Comic Book. Auch hier sieht man Figuren, die bis dato erschienen sind, aber neben den Figuren auch hier New for 20. Und auf der amerikanischen Karte gibt es oben rechts noch einen kleinen Text, der fehlt bei den anderen Figuren. So, hier ist die europäische Karte von Skeletor. Und da sieht man, es unterscheidet sich eindeutig schon alleine von den amerikanischen Karten. Auch hier fehlt unterhalb von Skeletor, dem Schriftzug, fehlt auch Evil Lord of Destructions. Das gab es hier nicht drauf gedruckt. Und der gelbe Stern, da steht wieder in verschiedenen Sprachen drin, dass es einen Minicomic mit beinhaltet. Der Schriftzug, was eben auf der amerikanischen Karte drauf war, fehlt auch oberhalb des Artworks. Auch hier sieht man, welche Figuren bis dato erschienen sind. He-Man, Teela, Man-at-Arms, Skeletor, Evil-Lyn und Beast-Man. Alle aus der ersten Wave. Ja, hier die spanisch-portugiesisch-mexikanische Variante von Skeletor. Diese unterscheidet sich aber nochmal. Denn hier heißt Skeletor nicht Skeletor, sondern Esqueleto. Hier der gelbe Stern mit Powder Retro. Hier die Rückseite der Karte. Und wen es wundert, mich wundert das gerade auch, hier steht ein Preisschild von dem Laden El Palacio de Hero, Figura Skeletor. Und dann steht ja $299. Aber so viel habe ich natürlich nicht bezahlt. Auch hier in Spanisch, Portugiesisch der Hinweis, dass es hier ein Minicomic mit enthalten ist. Auch hier wird darauf hingewiesen, dass es noch verschiedene Figuren aus der Wave 1 gibt, aber es unterscheidet sich genauso wie bei He-Man, dass zu den Figuren, dass sie jeweils eingeteilt worden sind, dass darauf hingewiesen wird, dass zum Beispiel He-Man, Teela und Man-at-Arms natürlich die Helden sind. Und unten die Schurken, Skeletor, Evil-Lyn und Beast-Man. Ja, so, jetzt habt ihr gesehen, wie die Verpackungen sich in den verschiedenen Ländern ein wenig unterscheiden. Und jede Figur, die bisher erschienen sind in den Ländern, sind halt dem Land dementsprechend angepasst worden. Jo, und man muss am Endeffekt aber auch festhalten, an den Figuren ändert sich ja nichts. Der Inhalt bleibt gleich, obwohl ich gesehen habe schon mal, dass Prince Adam in seinem Sky Sled eine dunkelrosa Jacke anhatte, statt üblich eine hellrosa Jacke. Das sind so die kleinen Abweichungen, die es damals schon gab bei den Vintage Toys. Es kommt immer darauf an, in welchem Land die hergestellt worden sind und so unterscheiden sie sich auch von der Farbgebung. Aber im Großen und Ganzen sind sie alle gleich. Und es macht Spaß, die Origins zu sammeln, sich hinzustellen, damit zu spielen. Also wundervolle Figuren, richtig toll. Ist also Mattel ein wirklich großer Coup 2020 gelungen. Und wir alle Fans freuen uns ja schon auf die Wave 4, die hoffentlich bald zeitnah erscheinen wird. Ich spare mir die Worte zu sagen, wann, weil Mattel hält sich nicht an die Veröffentlichungsdaten. Ihr wisst es ja, sie kommen meistens früher, als man denkt. So, damit beende ich die heutige Ausgabe der Origins Giganten vor meinem Weihnachtsbaum. Ja, bei Bumo TV ist schon Weihnachten, wie man sieht. Wir haben den Weihnachtsbaum aufgebaut. Wir lieben kitschige Weihnachten. Und ganz ehrlich, die Figuren eignen sich auch hervorragend zu verschenken. Nur leider gibt es diese Figuren immer noch sehr selten, ja, sehr rar, weil sobald sie da sind, sind sie auch schon wieder weg. Ja, in Geschäften sowieso und bei Online-Händlern sind sie auch sehr schnell vergriffen. Aber trotzdem, sie werden ja irgendwann in den Läden stehen, ausreichend, ja, und dann macht es auch wirklich Spaß, auch für den günstigen Preis diese zu kaufen. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt bitte gesund, ganz wichtig, bleibt gesund und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und vor allen Dingen bleibt bis dahin auf alle Fälle Fan. Tschüss.